Hallo und herzlich willkommen bei ARK, bei einer Spezialfolge. Und zwar geht's um das Update von gestern. Und zum einen um Winter Wonderland und um den Rest. Also zum Winter Wonderland kommen wir dann gleich. Was gab's noch? In Extinction gab's diverse Bugfixes. Zum Beispiel, wenn dich ein Meteor trifft, gibt's jetzt nur noch 750 Schaden. Das sollte eigentlich heißen, man könnte es eventuell mit Tieren vielleicht überleben. Das Schild für die Stadt ist etwas vergrößert worden, weil teilweise konnten hier am Rand der Stadt sehr wohl Meteore einschlagen. Das ist jetzt größer geworden, also hoffen wir mal, dass jetzt in der Stadt wirklich safe ist. Bei den Titanen ist einiges verbessert worden oder korrigiert worden. Dann scroll ich nochmal schnell weiter. Beim Orbital Supply Drop ist auch herumgebessert worden. Ja, genau. Es gibt jetzt die Möglichkeit zu sagen, ein Tribe beansprucht das. Das heißt, wenn ihr Probleme habt auf Servern, dass sich da Tribes einmischen und mit abbauen oder mit looten, das kann euch dann nicht mehr passieren. Wie genau das funktioniert, weiß ich noch nicht. Da ich hier ja auch Solo spiele, kann ich euch das jetzt schlecht erklären. Aber schaut es euch einfach mal an. So, dann viele Korrekturen, dass Sachen nicht mehr irgendwo durchfallen oder reinfallen für Eier oder für Items, die man droppt. Schauen wir mal weiter. Was gibt's noch? Genau, dann der Velo ist gepatcht worden. Der Velo macht jetzt auch auf dem PvE Schaden. Das heißt, wenn ihr einen Velosaurier jetzt tamet, Achtung, der schießt scharf. Mhm, endlich. Das ist, gebe ich zu, ein Update, auf das habe ich gewartet. Beim Mana ist viel gepatcht worden in Richtung Desyncs-Probleme. Vielleicht schwebt uns jetzt beim nächsten Mal auch nicht mehr davon. Mal schauen, ich hätte ja immer noch gerne einen. Mhm. Der Enforcer, der ist auch gepatcht worden. Beim Scout ist ein bisschen verändert worden. Beim Item-Ballon, beim Gacha, beim Eistitan. Ja, der Großteil waren Titanen, die verbessert worden sind. Crash Manticore Performance, ja, es ist sonst auch noch einiges. Ah, und der Mapmarker hat jetzt Dezimalstellen. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht mehr nur ganze Koordinaten, sondern mit Komma angeben. Ist natürlich wichtig, wenn man diese Loot-Dinger verwendet, also diese Boxen verwenden möchte, zum Hin- und Her-Transportieren. So, das war so ein grober Überblick. Es ist jetzt bitte nicht alles, ja. Es gibt die Patch News, ich werde euch darunter unter dem Video den Link reingeben, da könnt ihr gerne schauen. Denn in meiner heutigen Folge geht es ums Winter Wonderland. Und schauen wir mal kurz. Oh, wir waren zu schnell, Leute. Wir waren viel zu schnell, es ist ja gerade mal 22 Uhr. Also, das Winter Wonderland gab es ja schon die letzten Jahre. Was ist dieses Jahr anders? Also, was ist gleich? Raptor Klaus kommt um Mitternacht. Hm? Also, so lange müssen wir noch warten. Der wandert von Mitternacht bis 2 Uhr über die Karte und lässt Geschenkpackerl fallen. Das kann jetzt in angenehmen Zonen sein, wie hier in der Stadt. Sorry. Ein Lotrop, cool. Das könnte aber auch in unangenehmen Zonen sein, wie zum Beispiel da hinten bei den Wibbern. Oder da hinten oder in den Schwefelfeldern. Das kann überall sein. An den Kuppeln, dass da jetzt Nacht ist. Schaut cool aus. Schön gemacht. Genau. Man fliegt also oder reitet oder rennt so schnell wie es geht zum Raptor Klaus und schaut, wo er seine Päckchen fallen lässt. Das ist im Prinzip eine gerade Linie, auf der die Geschenke dann runterfallen. Auch wenn man erst um 2 drauf kommt, ups, es ist Nacht, die Geschenke bleiben ja ein bisschen liegen, beziehungsweise fallen ja zuerst einmal runter, das dauert eine Weile. Also keine Panik kriegen, einfach schauen, ob man sieht, wenn man in Reichweite ist, hin und schauen, ob man nicht doch noch ein Päckchen bekommt. In den Päckchen ist dieses Jahr richtig viel Zeug drin. Ich habe schon ein paar Päckchen geöffnet. Nach 3 bis 4 Päckchen ist meine Eule überladen, wenn ich versuche, alles mitzunehmen. Es gibt aber auch Sachen, wo man sagt, ja, die kann ich droppen, die brauche ich vielleicht nicht. Es können Sattel drinnen sein, es können Blueprints drinnen sein, es können einfache Baumaterialien drinnen sein, es kann auch Stein drinnen sein. Was auf jeden Fall drinnen ist, sind Mistletoe und Kohle. Also die Mistelzweige und Kohle. Und früher war es so, mit denen ist man dann zum Kochtopf gegangen und hat irgendwas draus gekocht. Das hat sich geändert.
Heute gibt es den Gacha Klaus. Der Gacha Klaus unterstützt den Raptor Klaus. Zwei arbeiten also quasi zusammen. Das heißt, zuerst verteilt der Raptor Klaus die Geschenke. Du bekommst die Kohle und die Mistelzweige. Damit gehst du zum Gacha Klaus, sagst ihm: Hey Gacha Klaus, schau mal, was ich Tolles hab. Nimm das mal und gib mir dafür was Gutes. Ja, und genau das wollen wir uns dann gleich anschauen. Aber zuerst muss es jetzt Mitternacht sein, damit der Raptor Klaus überhaupt auftaucht. Aber Hohoho. viel interessanter, der Raptor ist da. Wo ist er denn? Dann schauen wir mal, ob wir ihn finden. Den Raptor Klaus gibt es ja schon eine Weile. Und bringt immer ganz unterschiedliche Dinge mit. Und dieses Jahr hat er sich wieder ein paar Sachen einfallen lassen. Ist auf der Seite. Also ich kann nur empfehlen, so gegen Mitternacht halt in der Nähe oder am höchsten Gebäude zu sein und dort zu suchen. Schön. Ah, da hinten ist er im Schnee, ist er. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich komme. Also die im Wüstenbiom fallen lassen, mein Lieber? Nee, da fallen Geschenke. Da ist ein Geschenk. Da drüben ist noch ein Geschenk. Ja, teilweise lässt das wohl in der Wüste fallen dieses Mal. Schauen wir halt einmal, zu welchem Geschenk wir noch hinkommen. Die darf mal so einsammeln. Ich hatte mir zuerst überlegt, ob ich es mir nicht vorher so mache, aber die Entfernung hätte man nicht gepackt. Wir brauchen eine Weile, bis sie runterfallen. Das heißt, man muss nicht nur zwischen 0 und 2 suchen. So, das ist zum Beispiel noch gar nicht gelandet. Das heißt, ich kann noch zu dem davor. Auch noch nicht gelandet. Wenn es gelandet ist, dann zählt der Countdown von 100 runter. Wie lang genau sie liegen, kann ich euch auch nicht sagen, aber es ist kürzer als normale Loot Drops. Das landet jetzt gerade. Die Velos machen jetzt übrigens auch Schaden, also Achtung. So. So, Geschenk ist unten. Man wird reichhaltig beschenkt. Ah, jetzt. Inventar öffnen. Oh, der hat Kryokapseln. Das ist ja nett. Reiten und zum nächsten Geschenk. Wir schauen dann nach, ja? Sagt man nicht genau vor der Höhle. Aber sowas von genau vor der Höhle. Bitte kommt jetzt nichts rausgesprungen, okay? Ausnahmsweise. Oh, ein Schwert. Danke. Okay. Da nach oben. Der Raptor ist mittlerweile auch weg. Aber die Geschenke fallen trotzdem runter. So, ich gehe also die Geschenke auf. Komm mit. Wir schauen uns dann gleich an. Noch geht's, wir sind nicht überladen. Huch. Jetzt ist leider die Nacht vorbei, das heißt, jetzt sieht man die Geschenke nicht mehr so schön. Der Wimmern da drüben gefällt mir gar nicht. Machen wir vielleicht einen kleinen Bogen. Ja. Aua. Na komm. Das sind halt so die Gefahren. So, hopp, hopp, hopp.
Drachen, komm her. Lass du mich hoch. Danke. Man sieht auch, die korrupten Dinos haben Eventfarben. Die Eventfarben sind wieder rot und grün. Hat er da noch was fallen lassen? Nö. Oh Gott, was ist denn das? Ja, auch das sind Eventfarben. Hier sehe ich jetzt nicht mehr, dass er Geschenke geworfen hätte. Ich glaube, wir haben alle. So, also ein paar Strukturen habe ich jetzt rausgeschmissen vorher, weil ich überladen war. Was gibt's? Ich habe ein paar Kryokapseln. Ich habe einen Blueprint für eine ganz gute Armbrust, ja. Ich habe einen Sattel für einen Mammut. Ich habe einen Tüte-Kurbus-Sattel. Ich habe 19 Mistletoes, 26 Kohle, eine Gilly-Brustpanzer, der ist auch okay. Ein schönes Schwert, das ist auch okay. Oh, hat sich doch gelohnt. Ja, das war aber noch nicht das ganze Event, sondern, also früher ging es dann los, man geht zum Kochtopf, schmeißt dort Mistelzweige und Kohle rein und kann sich alles mögliche craften. Das ist dieses Jahr ganz anders. Der Gacha-Klaus kann überall spawnen, wo Parasaurier sind. Kann ihn also theoretisch auf der ganzen Karte finden. In der Stadt gibt es auf jeden Fall einige davon. Er lebt noch. Sehr gut. So. Das ist ein Gacha-Klaus. Das ist einer davon. Komm, dreh dich doch mal um zu uns. Wir wollen dich sehen. So. Ist er nicht niedlich? So, wie gesagt, den kann man nicht zähmen, aber man kann auf sein Inventar zugreifen. Und genau dem gebe ich jetzt erst einmal die Kohle. Muss ich dir zuerst die Tiere vom Hals schaffen? Nee, er arbeitet schon, oder? Genau. Er wandelt jetzt die Kohle, die ich ihm gegeben habe, um. Genau, jetzt hat er noch 16 Kohle. Wir warten, bis er fertig ist und schauen uns dann an, was wir rausgekriegt haben. Ich finde den Gacha-Klaus einfach... Njam, njam. Genau, lass es dir schmecken, mein kleiner Gacha. Dankeschön. Also. Er hat noch 6 Cola. Warten wir noch. Gibt es noch mehr Geschenke für uns? Na komm, gib her. Wander doch nicht so weit hin und her. Vorne sieht man auch Eventfarben. So. Dankeschön. Hast du noch was oder war es das? Das war's. Dann schauen wir uns mal an, was wir bekommen haben. Also. War das jetzt? So ist nicht mitgekriegt. Haha. Ah, Geschenkpakete und ein Schneemann. Cool. ein festliches Dino-Candy. Dazu kommen wir dann gleich. Und, oh, ich habe ein Hütchen. Da können jetzt Dinge dabei sein, die ihr schon längst freigeschalten habt. Das kann natürlich sein. Ich habe vorher zum Beispiel einmal das Nackigkeitskostüm gekriegt. Das habe ich natürlich schon, aber ist egal. So, wenn man damit fertig ist, dann kann man ihm natürlich auch die Mistletoes geben. Man kann ihm auch beides gemeinsam geben. So. Weil es einfacher ist, liebe Eule, komm mal runter da. So, weil es einfacher ist, schmeiße ich dir das jetzt alles rein. Nur damit klar ist, was wir kriegen. So.
Ach, du hast das Fleisch gegessen? Ja, ist okay. So, den Rest gebe ich dir nicht. Dankeschön. Krieg ich noch was, Gatscha? Ja, ich krieg noch was. Also hegt und pflegt euren Gatscha. Schaut, dass er überlebt. Beziehungsweise sie spawnen ja sowieso nach. Na komm, drop mir was Schönes. Dankeschön. Krieg ich noch was? Nö. Oh. Das waren jetzt nicht zu viele da. Was kriegen wir da? Oh, Stöckchen. Und ein Weihnachtsbaum. Cool. Was kriegen wir noch? Na toll. Dankeschön. Für Mistelzweige sollten wir eigentlich auch Waffen und Munition kriegen können. Ja, na gut, die Steinaxt mit 750% ist ja eine Art Waffe. Okay. So, und jetzt haben wir eben so ein Dino-Candy bekommen. Bei dem Dino-Candy steht auch dabei, welche Region welche Farbe bekommt. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eins, wo die Region 1 auf Weiß gefärbt wird, 2 auf Silber, 3 auf Wald und so weiter. Also steht alles genau da. Wie benutzt man das? Ich werde jetzt erst einmal zu einem armen Opfer-Dino fliegen. So. Und ich habe außerdem, wie ich es vorher ausprobiert habe, habe ich schon solche Candies rausbekommen. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt schon 3 dieser Candies. Komm mal mit. So. Wem von euch will ich das denn jetzt antun? Ich würde sagen, ihr seht eh so ähnlich aus. Was bist denn du? Bist du ein Weibchen? Bist ein Weibchen. Haben wir vielleicht ein Männchen auch, der mal so ausschaut? So. So. Mein liebes Zuchtmännchen. Es tut mir leid, ich muss dich jetzt einmal missbrauchen. So. Noch sieht mein Männchen so aus. Und jetzt können wir uns überlegen, was nehme ich denn? Ich habe hier Weißwaldziegel. Wald, Wald, Silber, Oliven, Mandarinen oder ich habe hier Honigmelonen. Wir nehmen die bunte hier. So, was muss ich damit tun? Ich muss es dem Dino... Ich muss es dem Dino zum Pressen geben. Und der verwandelt sich so. Ob das nach Weihnachten noch so ist, weiß ich nicht. Was mit Babys passiert, das werden wir jetzt rausfinden. So. Ach. Oh meine. Ich habe jetzt einen Grinch. Also eigentlich muss ich den echt umbenennen auf Grinch. Gott. So. Verhalten, aktiviere Wandern. Weil ich jetzt wissen will, ob Babys das übernehmen, machen wir das mit dir auch. Verhalten, aktiviere Wandern. Mir geht es jetzt nicht um die Werte. Sondern mir geht es jetzt nur darum, ob diese Farben weitergegeben werden. So, jetzt, mein Lieber, gib mir die 4 Eier. Wir gehen zur Klimaanlage und jetzt haben wir Angst. 1, 2, 3, 4. So, jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Und dann nenne ich immer eventuell mal Fleisch. Gegrilltes Fleisch. Nimm das aus dem Fridge. Viel Spaß. Und jetzt schauen wir. Ah, nein, die Farben sind nicht weitergegeben. Könnte jetzt natürlich Zufall sein. Wäre aber schon verdammt viel Zufall. Bei so vielen Babys. Sind aber alle wie ihre Eltern. Das heißt... Okay, kommt schon mal mit. Ja, teilweise haben sie auch die Färbung vom Vater, weil ich hatte hier braune dabei. Die sind aber alle weiß. Also vergehen diese Farben vielleicht wieder. Okay. Nur das bei dem? Nein. Sieht man es so? Der schaut ganz normal aus. Werte sind auch die gleichen wie vorher. Hm.
Also gut, offensichtlich vererbt er diese Farben nicht. Haben wir noch mehr Weibchen? Bekommst das hier. Du wirst jetzt Weiß-Silber-Wald, Weiß-Igel. Moment. Verhalten, deaktiviere Wandern. Lass mich aufsitzen. Unhitch. Okay, das wäre diese Färbung hier. Boah, ist doch eigentlich schick. Was haben wir noch? Dann nehmen wir jetzt dich dazu. Verhalten, Wandern deaktivieren. Unhitch. So, lass mich kurz mal drauf auf dich. Na komm. Du bekommst jetzt die dritte Färbung, die ich schon habe. Das wäre Weiß, Honigmelone, Braun. Boah, also so unterschiedlich schaust du jetzt gar nicht aus. Und hier sieht man das kaum. Und das ist echt mein Weihnachtsgrinch. Der ist so niedlich. Schade, ich hätte mir irgendwie, nachdem ich dich gesehen habe, gewünscht, dass du das weitergibst. Soll das jetzt heißen, solche Dinos rennen rum in der Wüste? So, was haben wir noch? Wir haben doch auch einen Socken, den können wir. Das Söckchen können wir doch hier aufhängen, oder? Genau. Und in unserer Eule hatten wir noch mehr. Genau, wir haben noch Geschenkpäckchen, wir haben einen Schneemann und wir haben einen Hut für den Schneemann. Den Schneemann, den stellen wir einfach mal hier dazu. Den Hut bekommt der Schneemann. Den kannst du nicht nehmen, schade. Gut, dann machen wir es halt anders. Dann nehmen wir zuerst einmal das Geschenk. Ins Geschenk könnten wir auch was reintun. So, dann tun wir den Hut rein. Und hat es doch noch eine Gilly, oder? Nee. Aber warte, so geht's doch. Oh mein, ich habe eine Idee. Ich kann doch meine Kopfbedeckung dir aufsetzen, oder? Genau. So könnte ich dir einen Hut schon aufsetzen. Ich musste nur zuerst eine Mütze raussuchen. Moment. Das kriegen wir hin. Ist ja nicht so, dass wir keine Mützen hätten. Gut, vielleicht hier nicht. Da schaut das ganz anders aus. Ich nehme dir einfach jetzt einmal eine 200er. Reicht ja. Euch gefällt der Schneemann, ha? So, du gibst mir wieder meine Mütze. Warte mal. So. Viel Spaß mit deiner Mütze und ich setze meine wieder auf. Ja, und das ist dieses Jahr das Winter Wonderland. Das heißt, es gibt den Raptor Klaus immer von 0 bis 2 Uhr. Der wirft die Geschenke ab. Kann man einsammeln. Da ist recht viel nützliches Zeug drin. Und man bekommt Kohle und Mistletoe. Und für den Kohle und Mistletoe brauchst du den Gacha Klaus. Und dem kann man ins Inventar legen, einfach das Zeug hineinlegen, nicht davor droppen. Und bekommt Geschenke. Unter anderem eben Dekoartikel. Oder irgendwelche Waffen oder. Was nicht mehr geht, das hatte ich ja vorhin erwähnt, was bisher so war, dass ich einen Kochtopf hatte und da drinnen dann quasi gekocht habe, das Zeug, das ich gerne hätte, das geht dieses Jahr nicht. Zeig's euch mal. Hätte zwar irgendwo schon einen Kochtopf gehabt, aber ich weiß jetzt nicht mehr wo. Da ist keinerlei Rezept drinnen, das heißt, nicht drinnen. Aufheben. So.
Also ich wünsche euch viel Spaß mit Winter Wonderland und den 20% gefärbten Tieren und vor allem mit diesen Farbpillen für Dinos. Ja, und sage mal bis zum nächsten Video. So, der da. Mag den, warte mal, nehmen wir mal kurz den Sattel ab. So, du bist mein Weihnachtsgrinch, mein Kleiner. Tschüss.